Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. 4,5 Millionen Autofahrer waren 2019 schon mal blind vor Liebe, haben eine rote Ampel übersehen. Oder plötzlich den Tacho aus dem Blick verloren. Und so im Eiltempo Punkte kassiert. Aber nicht nur erwachsene Raser. Auch Kinder bleiben vor Punkten in Flensburg nicht verschont. Beim Kraftfahrtbundesamt lagern unsere Verkehrssünden. Und auch unsere 5 Geheimnisse zum Punkteregister. Unser Secret Nummer 1, der Punkterekord. Los geht es mit einem spektakulären Fall. Es gibt wirklich jemanden, der 373 Punkte in Flensburg gesammelt hat und so unfreiwillig zum Rekordhalter wurde. Die Polizei Rheinland-Pfalz tauft diesen Mann den Unbelehrbaren. Der 37-Jährige ist Berufsfahrer. 2017 erwischt die Polizei ihn das erste Mal beim Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Der Moldawier hätte in Deutschland seinen Führerschein anerkennen lassen müssen. Er sammelt die ersten Punkte und bekommt eine Bewährungsstrafe. Statt seine Papiere auf Vordermann zu bringen, fährt er aber munter weiter durch Europa. Ein Jahr später erwischt ihn dann die Polizei erneut. Diesmal bekommt er für jede seiner nachgewiesenen 150 Fahrten ohne gültige deutsche Fahrerlaubnis je 2 Punkte. Kommen also zu den bisherigen Punkten nochmal 300 dazu und eine Bewährungsstrafe von 8 Monaten. Wie geht das? Dominik Zuschlag ist einer der Top-Verkehrsanwälte in Deutschland. Der 40-Jährige hat schon vielen Mandanten den Führerschein gerettet. Der Profi weiß, dass es so viele Punkte an einem Tag eigentlich gar nicht geben kann. In dem besonderen Fall war es eben so, dass es ein Lastkraftwagenfahrer war, der Tachoscheiben im Fahrzeug verbaut hat und aufgrund dessen ihm die Taten der Vergangenheit nachgewiesen werden konnten und es letztendlich deswegen zu 373 Punkten gekommen ist. Die 300 Punkte vom letzten Mal konnten den Unbelehrbaren nämlich nicht stoppen. Die Polizei erwischt ihn 2019 zum dritten Mal. Sein nagelneues Auto und seinen in Deutschland nicht zulässigen Führerschein zieht das Gericht ein. Die Strafe: Neben dem satten Kontostand von 373 Punkten in Flensburg muss er für 9 Monate in Haft. Mit einem Bein im Gefängnis stehen auch die, die unser zweites Geheimnis nutzen. Unser Secret Nummer 2, das Darknet für Punkte. Und er macht Verkehrssündern im Internet das unmoralische Angebot. Punkte der Verkehrssünder sollen hier einfach so verschwinden. René Meyer ist professioneller Punktehändler. Seinen richtigen Namen will er nicht verraten. Sein Job? Punkte vermitteln. Vom Verkehrssünder hin zu einem freiwilligen Abnehmer. Dafür kassiert er dann natürlich eine saftige Provision. Sie schicken mir, wenn Sie den Verstoß begangen haben, bekommen Sie den Anhörungsbogen. Den schicken Sie mir zu per E-Mail. Und ich mache Ihnen dann ein Angebot. Und dann können Sie sagen, okay, das mache ich oder mache ich nicht. Und wenn Sie sagen, das mache ich, überweise ich dem Geldbetrag. Danach sucht er unter den 500 Freiwilligen aus seiner Datenbank eine Person aus, die bereit ist, für etwas Geld die Punkte eines Dritten zu übernehmen. Natürlich müssen Alter und Geschlecht übereinstimmen, damit der Punktehandel nicht auffliegt. Dass er dieses Geschäft betreiben kann, liegt auch daran, dass der Punktehandel für ihn als Vermittler kaum Folgen hat. Aber wie sieht es für die Tauschpartner aus? Machen die sich beim Punktehandel strafbar? Wenn man jemand Falsches verdächtigt einer Tat, kann man sich wegen Falschverdächtigung schuldig machen. Wenn sich ein anderer selbst der Tat bezichtigt, ist es unter Umständen auch eine Beihilfe bzw. mittelbare Täterschaft zur falschen Verdächtigung. Beides kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bzw. mit Geldstrafe bestraft werden. Ganz legal ist das Ganze also doch nicht. Aber was soll man stattdessen tun? Bevor man einen Punktehändler kontaktiert, sollte man, da ungefähr 5 bis 10% aller Bußgeldbescheide fehlerbehaftet sind, lieber zum Anwalt gehen, der schaut professionell drüber, holt sich die Bußgeldakte von der Behörde ein und kann dann bewerten, ob es Angriffspunkte gibt oder ob man dann das Fahrverbot oder die Buße vielleicht nicht doch lieber akzeptieren sollte. Um Punkte loszuwerden, braucht man aber nicht immer einen Anwalt. Hat man nämlich weniger als 5 Punkte in Flensburg gesammelt, kann man freiwillig an einem Fahreignungsseminar teilnehmen. Dadurch lässt sich zumindest alle 5 Jahre ein Punkt abbauen. Oder man wartet einfach ab und lässt die Punkte verjähren.
Ausschlaggebend für die Dauer der Verjährung ist die Schwere der Straftat. Ein Delikt, für das der Fahrer einen Punkt bekommt, zum Beispiel das Fahren über Rot, verfällt nach 2,5 Jahren. Bei 2 Punkten, die es etwa für die Nutzung des Handys am Steuer und die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gibt, sind die Punkte nach 5 Jahren weg. Bei einer Straftat im Straßenverkehr wie mit über 1,1 Promille Alkohol am Steuer gibt es 3 Punkte. Die verfallen erst nach 10 Jahren. Die Archive sind also auf viele Jahre voll. Und da sammelt sich ordentlich was an. Unser Secret Nummer 3: Papierstau. Denn im Kraftfahrtbundesamt in Flensburg sitzt die Verwaltung immer noch auf 1,5 Millionen Papierakten. Und das trotz der Digitalisierung vor Jahren. Wieso? Es herrscht Papierstau. Rund 11 Millionen Blätter Papier sollen es gewesen sein, die die Behörde 2008 digitalisieren sollte. Ein Aktenstapel dreimal so hoch wie der Kölner Dom. Würde man diese Papierwand wiegen, beliefe sich das Gewicht der Akten auf sagenhafte 55 Tonnen, so schwer wie 10 ausgewachsene Elefanten. Bis heute kämpft die Behörde damit, die sensiblen Daten einzuscannen und das Papier danach zu schreddern. Aber warum sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch auf 1,5 Millionen Papierakten? Schuld ist die sogenannte Tilgungsfrist. Flensburg darf eine Akte nur dann schreddern, wenn sie verjährt ist. Wenn aber ein Verkehrssünder, der schon Punkte in Flensburg hat, weitere Delikte begeht, verlängert sich diese Tilgungsfrist. Und die Verjährung dauert länger und länger und länger. Es gibt tatsächlich noch 1,5 Millionen Verkehrssünder, die ihre Punkte seit 2008 immer noch nicht abgebaut haben. Und deshalb darf das Kraftfahrtbundesamt ihre Papierakten auch noch nicht schreddern. Mancher dieser alten Punkte könnte auch von unserem nächsten Geheimnis stammen. Secret Nummer 4. Schild weg, Punkte her. Ein paar Gläser zu viel und auf dem Weg nach Hause. Autofahren geht jetzt nicht mehr. Gerade zu Fuß stolpern einige bei Baustellen über Straßenschilder. Und mancher hat da die Schnapsidee, eines dieser Schilder als Dekostück mit nach Hause zu nehmen. Ein Diebstahl, der nur für die Täter Folgen haben kann, oder? Nicht unbedingt, denn für die Sicherheit auf den Baustellen ist der Bauleiter verantwortlich. Fehlt ein entsprechendes Schild auf der Baustelle, könnte er tatsächlich einen Punkt dafür in Flensburg bekommen. Denn ist die Beschilderung unvollständig oder eine Absperrung nicht an der richtigen Stelle, bedeutet das Gefahr für die Verkehrssicherheit. Kommt es dabei zu einem Unfall, ist der Bauleiter dafür verantwortlich. Aber warum bekommt er seit 2014 keinen Punkt mehr dafür? Wir fragen Dominik Zuschlag, den Fachanwalt für Verkehrsrecht. Früher war es so, dass man mit 18 Punkten den Führerschein entzogen bekommen hat. Zwischenzeitlich bekommt man mit 8 Punkten den Führerschein entzogen. Um das Ganze auszugleichen und dem gerecht zu werden, hat man gewisse Tatbestände rausgenommen. Aber dennoch ist er mit einer Strafe von 75 Euro nach wie vor bedient. Und die Schilderdiebe gehen leer aus? Grundsätzlich ist das Mitnehmen von einem Schild eine Straftat, kann als Diebstahl bestraft werden. Aber wenn beispielsweise ein schwerer Unfall sich ereignet, dadurch, dass das Schild mitgenommen wurde, kann das mit 3 Punkten in Flensburg bestraft werden. Der Dieb bekommt also Punkte, auch wenn er gar keinen Führerschein hat? Und das ist auch unser nächstes Geheimnis zum Punkteregister. Secret Nummer 5: Punkte ohne Führerschein. Aber wie soll das denn gehen? Vor dem Gesetz gelten auch Fußgänger oder Fahrradfahrer als Verkehrsteilnehmer. Bringt man also durch mutwilliges Verhalten andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, drohen auch Fußgängern oder Radfahrern Punkte in der Verkehrssünderdatei. Für das Überqueren eines Bahnübergangs trotz geschlossener Schranken kann es zum Beispiel bis zu 2 Punkte in Flensburg geben. Unterlässt man als Fußgänger eine Hilfeleistung an einem Unfallort? Oder fährt betrunken Fahrrad, kann es sogar bis zu 3 Punkte in Flensburg geben. Aber das war noch nicht das ganze Geheimnis Nummer 5. Hätten Sie gewusst, dass auch Kinder Punkte in Flensburg sammeln können? Ab 14 Jahren werden die fällig. Es gibt natürlich einen Punkt in Flensburg für dich. Beispielsweise, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre oder wenn ich mich von einem Verkehrsunfall, an dem ich beteiligt bin, mich entferne, ohne meine Daten zu hinterlassen, dann kann ich auch unter 18 Jahren entsprechend Punkte in Flensburg erhalten.
In der Fahrschule können viele dieser Punkte später zum echten Hindernis werden. Der Führerschein muss warten. Aber ein Punkt ist halb so wild. Er verfällt ja auch bei Kindern nach 2,5 Jahren. Unsere 5 Secrets-Punkte in Flensburg zeigen, Punkte lauern überall. Bleiben Sie wachsam und geben Sie auf andere Acht. Dann steht der guten, punktefreien Fahrt nichts im Weg.